Hey, hallo Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch am Start und heute kümmern wir uns endlich mal um die neue legendäre Kopfgeldjagd sowie die drei Spawn-Zyklen der neuen wöchentlichen Kollektion von Madame Nazar. Leider kommt das Video heute erst am Samstag, ich habe ja eigentlich Freitag ausgemacht, aber ich habe für Samstag schon was vor. Ich habe das Freitag eigentlich schon fertig gehabt, aber dann kam spontan ein kleines Fallout 76 Rant-Video zustande, weil einfach Bethesda komplett die Kontrolle verloren hat und das musste einfach raus. Dann habe ich mir gedacht, anstatt zwei Videos an einem Tag packe ich doch das eine lieber auf den Samstag drauf und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass es einen Tag später kommt, denn so habt ihr natürlich einen Spawn-Zyklus weniger von der wöchentlichen Kollektion, aber wir starten jetzt eh erstmal mit der legendären Kopfgeldjagd und zwar natürlich auf der höchsten Stufe, damit ich euch dafür ein paar Tipps geben kann. Und man kann schon mal sagen, ob auf Stufe 1 oder auf Stufe 5, die erste Phase ist erstmal für alle gleich. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass ihr hier keine Teamleben mehr habt, das heißt, ihr dürft nicht einmal sterben. Wie könnt ihr das also super easy machen? Einfach anstatt die Waffen das Lasso rausholen. Da müsst ihr nur noch in seine Richtung blicken und einfach die ganze Zeit, wenn er auf 2-3 Meter entfernt ist, anfangen auf Kreis zu drücken. Sobald er dann in Reichweite kommt, überwältigt ihr ihn nämlich, zumindest wollt ihr das, aber er verpufft einfach genau dasselbe, wie wenn ihr ihn abschießen würdet. Nur, dass ihr, wenn ihr ihn abschießt, die Möglichkeit habt, dass ihr halt daneben schießt, weil ihr eben so benommen seid und ja, er das eben leicht ausnutzen kann, vor allem wenn er schnell unterwegs ist. Lasso ist hier die einzig hundertprozentige Variante, wie ihr ihn super easy jedes Mal machen könnt. Wahrscheinlich funktioniert das auch mit Nahkampfwaffen, habe ich jetzt nicht ausgetestet, aber wenn man auf ihn hingeht und Kreis drückt, na, das kann schon sein, dass man ihn dann überwältigt, auf jeden Fall. Man kann vielleicht sogar ohne Waffen, also einfach nur mit der Faust ihn überwältigen, aber ich meine, jeder von euch hat ein Lasso. Man braucht auch nicht mal das Verstärkte dafür. Also einfach immer zu ihm blicken, also immer schön die Kamera drehen. Falls ihr in eine Richtung geht, ist es meistens sowieso so, dass er hinter euch spawnt. Also immer die Kamera da im Blick behalten. Sobald ihr dann dieses Puffgeräusch hört, wisst ihr, dass er aufgetaucht ist. Dann einfach ja, die ganze Zeit die Kamera drehen, bis ihr ihn halt findet. Zu ihm drehen und dann Kreis drücken. Super einfach erledigt. Ich denke, damit ist auch zur ersten Phase genug gesagt. Wir können zur zweiten Phase übergehen. Ihr seid also wieder völlig bei Sinnen, könnt erstmal euer Pferd rufen. Und ich würde euch empfehlen, hier auf jeden Fall die Bolt Action mitzunehmen, plus Express-Munition und eine Pump-Action oder halt eine andere Schrotflinte, die auf jeden Fall mehr als zwei Schuss hat, also nicht die doppelläufige mitnehmen. Denn ihr habt es mit Alligatoren zu tun. Sobald ihr den nämlich fesselt, kommen Alligatoren auf euch zu. Und da ist auch natürlich dann das Bolt-Action oder das Springfield-Gewehr oder jeder andere Sniper geeigneter als ein Repetiergewehr, denn die Repetiergewehre können ein Krokodil oder Alligator nicht mit einem Headshot töten. Die Bolt-Action aber schon. Und die Sniper natürlich auch, aber zum Snipen habt ihr nicht wirklich die Zeit, denn die tauchen relativ nah vor euch auf. Natürlich die zusätzliche Schwierigkeit, hier auf Stufe 5 habt ihr keine Markierungen mehr auf der Minimap. Das heißt, ihr müsst euch permanent mit Deadeye umschauen, beziehungsweise mit Adelauge, damit ihr die Gegner richtig sehen könnt. Und ja, das funktioniert bei Nacht um einige schwieriger, stellt sich heraus. Deswegen müsst ihr da wirklich auf der Hut sein. Aber wir müssen ihn erstmal finden, nicht wahr? Also normalerweise ist er halt immer relativ zentral im Sumpf gelegen, in der Nähe von der schon mit X markierten Insel, wo eigentlich nur ein Hinweis auf euch wartet. Und diese Hinweise habe ich jetzt nie gesehen, dass die irgendwas bringen, außer dass die halt dafür Verwirrung sorgen, dass man denkt, dass er vielleicht das sein könnte. Aber nö, wirklich eine Fährte wird auch nicht aufgenommen. Und man kann ihn super leicht anhand seines Lagerfeuers erkennen, auch auf größere Distanz hinweg. Aber ausgerechnet jetzt ist er nicht hier in der Mitte, sondern irgendwie ein bisschen weiter im Norden. Wir werden es gleich sehen. Ich weiß nicht, ob es auf Stufe 5 deswegen so ist, dass er aber anders ist. Oder weil ich schon wusste, wo er quasi sein sollte und gleich dahin geritten bin. Kann auch sein, dass er dann ein bisschen weiter weg spawnt, dass man es nicht quasi den Spielern so leicht macht. Aber auf jeden Fall haben wir es mit seinen Schergen erstmal zu tun. Er selber kämpft sowieso überhaupt nicht. Das heißt, er selber ist das leichteste Ziel überhaupt von allen. Nur seine Gefährten kämpfen halt. Das heißt, man muss hier auf Pfeil und Bogen achten. Die ziehen zum Glück nicht so viel ab, aber sie nerven vor allem permanent, weil man eben nicht erkennt, woher die Schüsse kommen. Zumindest so richtig. Man kann schon ein bisschen abschätzen, woher die Pfeile kommen. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger als richtige Patronenhülsen. Außerdem sind natürlich die Alligatoren hier auch im Start. Aber genau für solche Situationen haben wir ja unser Bolt Action dabei. Springfield funktioniert wie gesagt genauso gut und Express-Munition ist einfach, damit wir ein bisschen mehr Damage auf kürzere Distanz drücken und die Alligatoren tauchen ja meistens nur so 10 Meter von euch weg auf, also relativ nah. Und da muss man halt richtig gewappnet sein, dass man auch mit Körpertreffern mehr Damage drückt, dass man die im Notfall auch mit 2-3 Schüssen anstatt mit 4 oder 5 K.O. machen kann. So, dann wollen wir ein bisschen natürlich den Dschungel aufräumen, damit wir nicht ganz so krass permanent genervt werden, sobald wir ihn fesseln. Ich habe ihn gerade schon gesehen, das Lagerfeuer ist hier ein bisschen rechts vom Camp.
Das ist natürlich mit den ganzen Lampen hier leicht zu verwechseln, aber es leuchtet doch schon um einiges stärker, da seht ihr schon. Und hinter dem Wasserturm läuft er dann auch schon weg. Was ich gemerkt habe, was eine ganz gute Taktik ist, ist ihn ein bisschen weiter landeinwärts zu treiben. Also nicht direkt dort im Sumpf zu fesseln, sondern erst ein paar Meterchen weiter. Und damit man einfach die bessere Distanz zum Wasser hat, damit die Alligatoren nicht direkt aus dem Wasser auftauchen und euch angreifen, sondern ein paar Meter gehen müssen. Denn auf Land sind sie um einiges ungefährlicher als direkt am Sumpf. Jetzt habe ich es trotzdem am Sumpf direkt gemacht, aber ich werde gleich, sobald ich ihn hier gefesselt habe, noch ein paar Meter landeinwärts laufen. Einfach nur, damit ich hier die Sicherheit habe. Auch aufs Pferd immer gehen, damit die Alligatoren zumindest kurze Zeit nicht direkt angreifen können, sondern erstmal das Pferd verscheuchen müssen. Das ist ein zusätzlicher Buffer, den ihr euch unbedingt einbauen müsst. Und dann ist natürlich die zweite Leichtigkeit, die ihr euch machen könnt, ein gutes Pferd dabei zu haben. Das heißt, eins, das nicht so leicht aufschreckt. Der Missouri Foxtrotter, der Criollo, der Bretone, diese ganzen Streitrösser. Sowas wie der Araber ist hier nicht unbedingt geeignet. Also einfach mal hier gucken, ob man vielleicht ein günstiges, aber nicht so schreckhaftes Pferd holen kann. So, dann kommen jetzt die Alligatoren in ein Zweierpärchen, habe ich gemerkt. Die Leute mit den Pfeilen greifen euch weiter an, die könnt ihr eigentlich gekonnt ignorieren, weil sie meistens nur ein Viertel von eurem Lebensbalken wegnehmen. Aber es kommen nochmal ein paar Leute mit Machete an, die wollt ihr natürlich auch weghauen, damit sie euch nicht vom Pferd runterhacken. Und wie gesagt, die Alligatoren immer ein Zweierpärchen. Sobald ihr hier nur eine gemacht habt, müsst ihr darauf gefasst sein, noch einen zweiten kommen zu sehen. Und der ist meistens dann nicht aus der hundertprozentig gleichen Richtung. Zum Beispiel hier von hinten direkt und die laufen direkt auf euch zu. Ihr seht es schnurstracks. Und da müsst ihr halt gefasst sein. Hier ist der zweite wieder mal. Zack. Und ich glaube, jetzt kommt noch ein Pärchen. Genau. Ihr seht es hier. Zwei Körpertreffer, drei Körpertreffer, tot. Und da ist halt die Express-Munition super krass. Auch mit Körpertreffern könnt ihr da um einige schneller die Kills landen. Und das kann in sehr kniffligen Situationen schon mal sehr hilfreich sein. Ihr habt aber auch noch die Pump-Action oder halt die andere Schrotflinte dabei für Situationen, wo euch eben viele Alligatoren sehr, sehr nahe kommen. Das ist dann, wenn ihr in der Nähe von Wasser seid und auch dort bleibt, dann braucht ihr eigentlich eine Schrotflinte, weil dann könnt ihr richtig gute Headshots von naher Distanz machen und könnt auch mal mit einem Streifschuss noch einen Kill landen. Also auch wenn er nicht hundertprozentig auf den Kopf geht. So, das war es dann zu den Alligatoren. Bei mir waren es insgesamt 10 Stück, die gekommen sind. Immerhin Zweierpärchen, wobei zwei nicht wirklich auf mich zugelaufen sind. Deswegen kann es auch sein, dass es nur insgesamt 8 sind. Aber ihr solltet auf jeden Fall darauf gefasst sein, sobald ihr den ersten macht, den zweiten auch direkt vor der Flinte zu haben. Und dann eine kurze Pause zu haben von, keine Ahnung, 3-4 Sekunden und dann kommt das nächste Pärchen. So habe ich ungefähr den Rhythmus für mich erfahren. Aber sobald wir die Alligatoren gemacht haben, können wir ihn wieder ganz easy auf das Pferd legen und wir können losreiten. Denn jetzt sind nur noch ein paar Leute mit dem Pfeilen im Gebüsch, aber die können euch eigentlich nichts mehr anhaben. Selbst wenn ihr euch mal treffen, ziehen die wirklich nur ein Viertel oder sowas von ab, von eurem Lebensbalken. Super easy, ihr geht hin und gebt den ab. Viel mehr ist eigentlich nicht dazu zu sagen. Es ist wirklich eine der leichtesten Kopfgeldjagdmissionen, wenn man denn weiß, wie sie geht. Zum Beispiel der Trick mit dem Lasso erleichtert die Kopfgeldjagdmission um ein Vielfaches. Also gerade die erste Phase ist eigentlich sehr, sehr schwierig, wenn man das nur mit den Waffen macht. Das ist eigentlich schon, man muss einfach nur wissen, wie man sich helfen kann. Auch das mit den Alligatoren, dass man da ein bisschen weiter landeinwärts geht, ist ein guter Tipp. Und wenn man einfach die richtigen Waffen dabei hat, dann läuft die Sache schon. So, kommen wir zur wöchentlichen Kollektion. Da fangen wir an mit dem ersten Spawn-Zyklus der drei Sachen und zwar von heute, von Samstag, der ist auch noch am Dienstag oder am Donnerstag aktiv, aber das ist ja für euch uninteressant, also höchstens der Dienstag ist noch interessant, wenn ihr das nochmal machen wollt, denn bis 12 Uhr ist ja das neue Update quasi noch nicht aufgespielt und ihr habt immer ab 2 Uhr in der Früh Zeit quasi, dass der Spawn-Zyklus losgeht, also ab heute, Samstag 2 Uhr bis in die Nacht, 2 Uhr ist dieser Spawn-Zyklus hier aktiv, danach kommt der nächste, den ich euch gleich zeige, aber kümmern wir uns erstmal um alle drei Gegenstände. Hier hatten wir glaube ich jetzt gerade die Königin der Stäbe. Dann haben wir noch den König der Kelche und das Ass der Münzen. Das ist die wöchentliche Kollektion des Schummler-Kartensatzes. Hier haben wir dann den nächsten. Ich zeige euch natürlich auch immer auf der Karte schön, wo das Ganze ist. Also ich nehme es manchmal erst auf und dann zeige ich euch auf der Karte oder manchmal auch umgekehrt, je nachdem, wie es besser ergibt hier. Gleich bei Rhodes, ein bisschen weiter im Südosten davon, bei diesem Gebäude hier. Auf der Hinterseite könnt ihr da hochgehen und auf dem Tisch findet ihr die Karte. So. Eine weitere verlassene Hütte, diesmal zeige ich euch die Location, bevor ich es aufnehme, hier im Südwesten von Thumbleweed, diese kleine Hütte hier, dieses kleine Viereck, da drin haben wir dann auf dem Regal das Ass der Münzen und damit haben wir die erste Kollektion vollständig und zwar von heute, von Samstag. Könnt also super easy die Kollektion voll machen und am nächsten Tag direkt nochmal.
Und genau darum kümmern wir uns jetzt, nämlich um den Sonntagszyklus. Das ist auch am Mittwoch aktiv gewesen, da habe ich es eigentlich aufgenommen, aber irgendwie hat er die Aufnahme nicht gespeichert, deswegen muss ich euch jetzt nochmal alle Locations zeigen, ohne dass die Karten da wirklich sind. Ihr müsst mir da einfach glauben, dass sie genau da auftauchen. Zum Beispiel hier bei der Emerald Station, hier im Norden von der Station selber, geht ihr einfach an diesen Tisch hier, neben diesen Zeitungen oder was es ist. Genau da taucht die erste Karte auf, das ist dann das Ass der Münzen. Jetzt kommen wir zum, zum Experimentenhaus, das es auch online gibt, wo dann auch immer ganz schöne Easter Eggs auftauchen. Und genau hier auf dem Schreibtisch, auf diesem kleinen Notizbuch hier, wird dann die Königin der Stäbe sein, genau. Hier in der Nähe von Van Horn ist das, direkt im Westen davon ist diese, ja, ich sag mal, Gruselvilla oder wie man es auch immer nennen will. Passt auch sehr gut zu Halloween übrigens, könnten Sie ruhig was draus machen. Und dann haben wir noch den der König der Kelche, hier bei diesem Gebäude im Westen von Saint-Denis. Und zwar wollen wir hier zu diesem Sägewerk oder was es auch immer darstellen soll, zu dieser Mülldeponie, hier einmal die Treppe nach oben und hier auf dem Geländer sollte dann genau diese Karte auftauchen, der König der Kelche. So, das war dann die Kollektion für Sonntag. Und jetzt haben wir noch die Kollektion für Montag. Wie gesagt, den von Samstag könnt ihr auch nochmal am Dienstag aufschnappen. Also ihr könnt jetzt die Kollektion nochmal viermal vervollständigen nach dem Video. Dann haben wir hier einmal das Ass der Münzen. Das ist dann für Montag, wie gesagt, bei der Bacchus Station in der Nähe von Amberino, unter dem I direkt ziemlich, können wir dann hier an die Südseite gehen und finden das direkt zwischen den zwei Fässern oben. Und die nächste Karte am Montag ist direkt ein Stückchen weiter im Norden davon, wirklich nicht weit entfernt, immer noch in Amberino, immer noch südlich vom I, ihr seht es hier, ein Stückchen weiter im Nordosten von der Bacchus Station, bei diesem Gebirgszug hier. Und zwar ist es eine Stelle, die wir schon aus dem Story-Modus kennen und lieben, denn dort ist ein Rätsel, was wirklich einzigartig war. Und auch im Online-Modus gibt es hier offensichtlich was zu entdecken. Ich habe hier erstmal aus Versehen den Metalldetektor rausgenommen, wobei ich eigentlich nur die Lampe haben wollte. Aber siehe da, der ist auch direkt angesprungen. Das heißt, wir nehmen uns erstmal die Tarotkarte hier im rechten Feld bei den Statuen und können dann nochmal mit dem Metalldetektor hier was ausgraben. Das heißt, wenn ihr am Montag hier seid, nicht nur die Tarotkarte mitnehmen, sondern auch was ausgraben mit dazu. Sehr, sehr schön, zwei Fliegen mit einer Klappe und wir kommen direkt zur letzten Tarotkarte hier. Die ist dann in New Austin, zwischen dem A und dem U, ein Stückchen weiter im Süden davon. Ihr werdet jetzt gleich nochmal bei mir sehen. Aber ich nutze schon mal die Zeit und verabschiede mich an der Stelle. Ein ganz großer Shoutout natürlich wie immer an meine Kartoffelkönige, die mich mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an Annika, The Prophet, Achim, Stefan Sandmeier, Hermo, Üsentrieb, The Joker, Marshall Shield und Andrea. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich schon wieder an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom. Ba-ba-dam, boom. Ba-ba-dam-bam, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.